Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit Alice und sie hat wieder Quests für uns. Mein Gott, dieser Titel. So, und zwar, wir haben zwei von ihr. Wir machen jetzt erstmal wie verloren, so gefunden und danach machen wir die Haustierjagd. So, wie verloren, so gefunden. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte. Ich bin völlig erschlagen. Gerade stürmte hier eine ganze Meute von Leuten rein und alle reichten mit voller Leidenschaft Verlustmeldungen ein. Aber alle gleichzeitig. Ich habe versucht, mir alle Details so zu notieren, aber vor lauter Stress sind die durcheinander geraten. Ich habe diesen Haufen an Sachen, die im Laufe des Tages gefunden wurden, und bin mir fast sicher, dass es Dinge sind, von denen die Leute geredet haben. Könntet ihr einen Blick auf meine Notizen werfen und rausfinden, welcher Gegenstand zu wem gehört? Bringt die verlorenen Sachen zu den richtigen Besitzern. So, da haben wir jetzt die Liste von... Na, falsche Taste. So, gucken wir doch mal. Bei den ganzen Durcheinandergerede ergeben meine Notizen nicht viel Sinn. Tut mir leid, hoffentlich gibt es hier genug für euch, um durch Querverweise oder Schlussfolgerungen herauszufinden. So, zu wem die einzelnen Gegenstände gehören. Danke nochmal, dass ihr mir damit helft. So, heute früh wurde ein großes Elfenbeinmedaillon gefunden. Gestern Nachmittag wurde ein Jade-Amulett gefunden. Heute Nachmittag wurde eine Trankflasche gefunden. Gestern Abend wurde eine winzige mechanische Maus gefunden. Gestern früh wurde ein abgenutzter Almanach gefunden. Corporal Keshan hat etwas verloren, auf dem der Buchstabe J abgebildet ist. Bauer John weiß, dass es seinen Gegenstand nicht gestern Abend oder heute früh verloren hat. Makre verlorener Gegenstand besteht aus Stacheleberhauern. Noggenfogger hat etwas verloren, das mit dem Abbild eines Skeletts verziert wurde. Glotz Vitricus konnte seinen Gegenstand entweder gestern Nachmittag oder gestern Abend verloren haben. Gestern Nachmittag wurde etwas gefunden, auf dem der Buchstabe Jock abgebildet ist. Gestern Abend wurde etwas mit grauem Kunstfell gefunden. So, das ist jetzt unsere Liste von den verlorenen Gegenständen. So, als allererstes, ihr müsst dafür nicht den Jahrmarkt verlassen. Alle NPCs befinden sich hier auf dem Jahrmarkt. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach. Ich habe jetzt als erstes Mandrik oder Magdrik und der steht hier, Mandrik, Mandriks Frau. So, Quest, ihr habt nicht zufällig etwas verloren, als ihr dort wart, oder? Ich habe tatsächlich etwas Kostbares verloren. So. Oh, warte, wir haben die Sache vergessen mitzunehmen. Ihr solltet die Gegenstände auch noch aus der Truhe holen. Ja, Trottel. Manchmal ist sie ein Trottel. So, jetzt wieder zurück. Also. Mandrik steht hier. So. So, Mandrik bekommt das Amulett. Genau. Ah, mein Herz kehrt zurück zu mir. Ich bewahre eine Haarsträhne meiner geliebten Olga in diesem Medaillon auf. Es ist unersetzlich. Ich danke euch von Herzen, dass ihr es mir bringt. Genau, das war ja das Amulett, ne, von damals. So, dann brauchen wir einmal Keshan. Den hatten wir ja schon mal. So, der, sie steht... Wo steht denn der? Der müsste eigentlich auch hier stehen. Ah, hier. Keshan. So. Ihr habt nicht zufällig etwas verloren, als ihr dort wart. Warum fragt ihr? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier ein Jade-Amulett gefunden. So, das Jade-Amulett kriegt er. Japst und reißt die Augen auf, als er das Jade-Amulett von euch entgegennimmt. Man hätte Hackfleisch aus mir gemacht, wäre das Amulett für immer verloren gewesen. Aber ich hatte nie einen Zweifel am feinen Charakter der hier Anwesenden. Danke, dass ihr mir das bringt. So, dann haben wir als nächstes Noggenfogger. Der rennt über den Platz hier.
Das heißt, Noggenfogger, entweder gebt ihr slash tar ein. Ne? Der turnt hier rum. So. Also ich habe ihn meistens hier oben rumlaufen sehen. Hier. Auf der Höhe. Ne? Also Noggenfogger geht auf jeden Fall, da ist er. Spazieren, da ist er. Hi. So, Quest. Das habe ich wohl, aber ich befürchte, inzwischen ist es unwiederbringlich dahin. So, was hat er verloren? Ja, eine Trankflasche. Mann ergreift die Hände und dreht sie in seinen Händen, um sie aufs Stehen zu prüfen. Mein Geldbeutel sei gesegnet. Habt ihr eine Ahnung, wie teuer es ist, sie so gravieren zu lassen? Vielen Dank, dass ihr sie mir bringt. Er ist halt bekannt für seinen Noggenfogger-Elixier. So. Dann haben wir hier einmal Pharmaion. Den sind wir ja schon dran vorbeigelaufen. Seid gegrüßt. So. Und ob ich das habe, wieso fragt ihr? So, er bekommt jetzt ein abgenutztes Tagebuch. Baryons Augen strahlen, als er das Tagebuch von euch einsammelt. Das Tagebuch meines Großvaters. Ich bin so froh, dass es gefunden und ehrlich abgegeben wurde. Ich wäre am Boden zerstört gewesen, wäre es für immer verloren. Danke, dass ihr mir das bringt. Möge die Jadeschlange euch leiten. So. Wir haben ja in Pandaria seinen Hof übernommen. Ne, und ausgebaut. So, und als letztes brauchen wir jetzt noch Opnoticus. Wo ist er? Vitricus, bist du das? Ah! Habt ihr was verloren? So, und er kriegt jetzt. Allerdings, warum? Seid ihr hier, um einen Finderlohn zu erpressen? Ein Schuft, das seid ihr. So, der kriegt jetzt die mechanische Maus. Schnurrbärt von Schnurrhaar, ihr seid wieder da. Oh, ich dachte schon, mein geliebter Schnurrbärt wäre für immer verloren. Danke, dass ihr ihn mitbringt. Und ihr verlangt nicht einmal Lösegeld. Heute ist wahrlich mein Glückstag. Der Tag leuchtet So, schon. damit habt ihr alle Gegenstände zugeteilt. Ich werde auf jeden Fall das Tar für Noggenfogger unten in die Beschreibung machen, weil der spaziert doch ein bisschen größere Runden, damit ihr da keine Probleme kriegt. So, jetzt gebt ihr die Quest einfach bei ja. Willkommen. Wie verloren, so gefunden. Seid vorsichtig. Ihr seid mit den Sachen fertig. Oh, ihr seid ein Geschenk des Himmels. Ich bin fast überrascht, dass nicht mehr Leute etwas bei den Festlichkeiten verbummelt haben. Aber ich platze fast vor Dankbarkeit, dass ihr die Pechvögel mit ihren geliebten Schätzen wieder vereint habt. So, dann gehen wir die ab. Dionys Acker. Der Fall der fehlenden Andenken. Da ist es. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir Jahre uns im hinter nächsten uns Video sicher die wieder. Reise. Und dann gehen wir auf Haustierjagd. Also, bis dann. Tschüss.